Ja, hallo, herzlich willkommen zurück beim Spielhorst. Wir spielen heute wieder ganz gemütlich eine Folge World of Warcraft Shadowlands. In dieser Folge möchte ich weiter meine Kampagne im Ardenwald machen. Ich schaue mal, ob ich euch dabei lasse, ob ich euch einen Zeitraffer machen lasse. Ich denke, für dieses Mal genügt der Zeitraffer, dann wird es euch nicht so langweilig wie beim letzten Mal. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ganz gemütlich natürlich. Wenn es euch so gefällt. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst einfach ein Abo da. Und wer sich jetzt denkt, hä, wie kommt der Spielhorst in den Ardenwald? Einfach dranbleiben, die Erklärung gibt's gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich sag nur eins, liebe Leute. Sorry, 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 sorry. Ich habe beim letzten Mal vergessen, die Aufnahme zu starten. Ja, was ist passiert? Ich habe die Kampagne in Maltraxxus offline durchgeführt. Ich habe die Kampagne in Maltraxxus fertig gemacht. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Am Ende der Kampagne wurde ich zurück in den Schlund katapultiert. Ich habe herausgefunden, dass der Baron in Maltraxxus ein Verräter ist. Ich habe den Baron zur Rede gestellt und dann habe ich gegen ihn gekämpft. Das hat alles nichts gebracht. Dann habe ich Hilfe bekommen von diesem Tor, von diesem Wächter und der hat ihn einfach in die Flucht geschlagen. Ja, dann bin ich in dem Ardenwald gestartet. Da habe ich bereits die ersten Quests absolviert. Aber wie ihr hier seht, ich bin bei Kapitel 1 von 8. Ich habe da überhaupt noch nicht viel gemacht. Ja. Ich habe da unten meinen Flugpunkt, ich habe da unten meinen Questpunkt. Das ist absolut noch gar nichts, was wir hier haben. Das heißt, ihr seid jetzt live dabei, wenn wir weitermachen im Ardenwald. Hey Leute, sorry nochmal, dass das nicht funktioniert hat. Level 57 von 60 und es hat eine Folge nicht aufgenommen. Gut. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, vielleicht habt ihr Lust von 55 bis oder von 56 bis 57 oder einfach die komplette Kampagne in Maltraxxus. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann mache ich das für euch, oder? Machen wir das einfach mit einem Twink, gehen wir nicht in die Fäden des Schicksals, sondern machen einfach nochmal die Kampagne durch. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier zurück auf den rechten Weg kommen und dass wir dann zur Quest kommen. Ja, Kräuter gibt es hier schon wieder. Die nehmen wir natürlich mit, die Todesblüte. Ey, hier gibt es gerade überhaupt gar keinen Weg, oder? Hier greifen mich alle Monster an. Dabei muss ich doch da runter. Ja, wie gesagt, tut mir wirklich leid. Ich habe überlegt, ob ich euch das jetzt sagen soll, ob ich einfach so tue, als wäre nichts passiert, oder ob ich einfach einen Dungeon zwischenschiebe oder wie und was auch immer, aber ich bin immer für offene, ehrliche Kommunikation, für Transparenz und deshalb, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt sind wir auch hier unten in der Questgegend. Da ist auch noch ein Flugpunkt. Keine Ahnung, warum wir jetzt nicht zu dem gekommen sind. Und wir machen jetzt weiter mit der Quest hier im Ardenwald. Ich stelle euch in den Zeitraffer, ich gebe euch ein bisschen Musik dafür. Und dann schauen wir mal, wenn wir Level Up haben und wie wir dann weitermachen. Viel Spaß damit.
zittert vor meinem Zorn. Der Schleier des Albtraums fällt. Endlich schlafe ich erneut den tiefen Schlaf im großen Wald des Jenseits, bis ich der Wildnis erneut dienen kann. Willkommen in meinem Hain, mein Freund. Meine Königin, ich beschütze diese Seelen in ihrem Winter. Ich sorge dafür, dass sie in ihrem Frühling wiedergeboren werden, was auch passiert. Ich schwöre es, meine Königin. Ich schwöre es. Ruht in Frieden und träumt. Diese Dürre findet einfach kein Ende. Hier. Ich weiß, es ist nicht viel. Keine andere Wahl. Entzieht diesem Hain alles. Alles. Nein! 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 Das ist mein Hain! Ihr werdet sie nicht zerstören! Aralon! Wir sind nicht eure Feinde! Jeder, der meinen Hain bedroht, ist mein Feind! Ich stehe unter Eid! Meine Königin! All die Zeit habe ich geglaubt, dass ihr uns rettet. Und jetzt schickt ihr Plünderer zu meinem Hain! Wieso? Wilde Jagd gerufen. Euer Hain musste sterben, damit andere leben können. Opfert ihr eine Seele für das Wohl des Waldes? Oder werdet ihr euren Eid halten? Ihr habt ein reines Herz. Ich werde eure Wahl respektieren. Ein letztes Mal dient ihr der Wildnis. Ihr werdet nicht vergessen.
Vergeben mir, mein Freund. Ich jage für euch, meine Königin. Für den Ardenwald und die Seelen, die noch zu retten sind. Ich schwöre es. Ich schwöre es. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück. Ich dachte mir, ich schalte euch mal ein. Ich bin hier zurückgeportet in irgendeinen Quest in World of Warcraft Legion. Ich muss den Tempel von Illyun angreifen. Das auf so einem Drachen, den ich noch nie gesehen habe, oder? Ich wüsste nicht, ob es diesen Drachen als Mount gibt. Wenn jemand das weiß, dann bitte in die Kommentare schreiben. Ich finde ihn einfach nur geil. Ja. Ich habe hier ein bisschen Mana, ein bisschen Leben. Ein bisschen viel Leben. Okay, ich kann jetzt angreifen. Jetzt habe ich hier Schlag die Gegner, entfesselt einen Albtraum auf den Schlag und führt einen Schwanzfeger aus. Kann das aber noch nicht aktivieren. Wo sind wir denn jetzt? Der Tempel. Das ist ein Valshara, okay, letzte Phase. Okay. Darius hat mich in der Hand. Er zwingt mich, meinen Geliebten im Stich zu lassen und die anmutigste Kreatur zu unterwerfen, die ich je sah. Das ist euer Ende, Sterbliche. Gut, jetzt muss ich da einfach wie hier rechts hin 4%. Nicht solange ich noch atme. Okay. Aber ich bin hier fast schon tot. Ich bin hier halb schon tot, ja. Nach
allem, was wir aufgebaut haben, erlebt haben. Beim Licht von Elu, wir werden diesem Wahnsinn ein Ende setzen. Ich bin hier jetzt wirklich gleich fast schon tot, ja. Und hab erstmal 12%. Okay, das war jetzt irgendwie ein Rückblick in World of Warcraft Legion. Wobei in Legion, wenn ich ehrlich bin, habe ich das nie gesehen. Obwohl ich eigentlich Legion gespielt habe. Ja gut, sei es drum. Hey, hört alle zu! Wir sind nicht die einzigen, die diesen Albtraum erlebt haben. 40, okay. Die Ghosts sind im Anmarsch. So Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle für diese Folge. Wir sind Level... Was war das? 58 und ein bisschen was. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bin gespannt auf euer Feedback. Und wenn ihr hier mal was Bestimmtes sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, dann verpasst ihr kein Video mehr. Gemütliche Grüße vom Spielhorst und bis bald. Tschüss.